Salazar Slytherin war schon ein böser Bube. Ich meine, er hatte Ansichten, die ziemlich extrem in eine bestimmte Richtung abgleiten, und er war auch derjenige, der die Kammer des Schreckens mit dem tödlichen Basilisken darin erschaffen hat. Jetzt aber mal die Frage: Wie konnte der Basilisk von Salazar Slytherin eigentlich über 1000 Jahre lang in der Kammer des Schreckens überleben? Das und mehr jetzt in diesem Video. Also, wie konnte der riesige Basilisk über 1000 Jahre lang in der winzigen Kammer des Schreckens überleben? Ich meine, Hogwarts ist groß, aber nicht so groß. Und die Kammer, obwohl außergewöhnlich, scheint nicht groß genug zu sein, um eine 50 Fuß lange Schlange zu beherbergen. Der Basilisk, eine grausame Kreation von Salazar Slytherin, dem Gründer von Hogwarts, wird uns zum ersten Mal in der Kammer des Schreckens vorgestellt, da wo er auch irgendwie wohnt. Basilisken sind riesige schlangenartige Kreaturen, fangen wir mal damit an, deren Ursprung auf ihren Schöpfer zurückgeht, einen dunklen Zauberer namens Herpo der Üble. Ein verbreiteter Irrglaube besagt, dass Slytherin den ersten Basilisken erschaffen hat, doch in Wirklichkeit hat er lediglich seinen eigenen erschaffen, denselben, der in der geheimen Kammer von Hogwarts haust. Von den vielen furchterregenden Bestien und Monstern, die das Land durchstreifen, gibt es keines, das seltsamer und tödlicher ist als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Diese Schlange kann eine gigantische Größe erreichen und viele hundert Jahre alt werden. Sie wird aus einem Hühnerei ausgebrütet, das unter einer Kröte liegt. Das ist irgendwie sehr komisch. Ihre Tötungsmethoden sind höchst bemerkenswert, denn neben ihren tödlichen Giftzähnen besitzt der Basilisk einen mörderischen Blick, und jeder, der diesem Blick ausgesetzt ist, erleidet den sofortigen Tod. Selbst die Spinnen fliehen vor dem Basilisken, da er ihr tödlichster Feind ist, und nur das Krähen des Hahns kann ihn vertreiben, was auch irgendwie in irgendeiner Form Sinn macht, denn er schlüpft aus einem Ei. Salazar platzierte den Basilisken ursprünglich in einer geheimen Kammer der Schule. Da er mit den anderen Gründern und ihrer Philosophie, dass auch Muggelgeborene die Schule besuchen sollten, nicht ganz einverstanden war. Er war ein starker Verfechter der Blutsreinheit und glaubte, dass nur reinblütige Hexen und Zauberer würdig seien, Hogwarts zu besuchen. Da er die Meinung der anderen Gründer nicht ändern konnte, kreierte Salazar den Basilisken als letzten Versuch, die Schule von Muggelgeborenen zu säubern. Zudem sorgte er mit Magie dafür, dass sein legitimer Nachkomme die Kreatur kontrollieren konnte, der Erbe und der König Lord Voldemort. Naja, vielleicht nicht ganz König, aber Lord Voldemort. Aufgrund dieser Verzauberung konnte jeder Nachfahre Salazars über die Parselsprache, die Sprache der Schlangen, mit dieser riesigen Kreatur kommunizieren. Diejenigen, die diese Sprache sprechen können, sind als Parselmunds bekannt, und Voldemort war bekannt dafür, diese Fähigkeit zu besitzen. Da Harry Potter ein Stück von Voldemorts Seelenfragment in sich trug, besaß auch er diese Fähigkeit, was es ihm ermöglichte, den sprechenden Basilisken zu verstehen. Jedoch bedeutete dies nicht, dass Harry die Kreatur kontrollieren konnte. Diese Verantwortung lag allein bei Tom Riddle, dem rechtmäßigen Erben von Slytherin. Als Harry zum ersten Mal die Kammer des Schreckens betritt, steht er erstaunt vor dem Basilisken von Salazar Slytherin, der zu diesem Zeitpunkt die größte Herausforderung in seiner Geschichte darstellt. Nun zu den kniffligen Aspekten. Salazar hat den Basilisken entweder während der Gründung von Hogwarts oder kurz vor seiner Abreise erschaffen. Wie auch immer es war, der Basilisk war etwa 1000 Jahre alt, als Harry ihm in der Kammer des Schreckens gegenüberstand. Die Frage, wie eine so riesige Kreatur wie der Basilisk laut dem Magizoologen Newt Scamander bis zu 50 Fuß lang über 1000 Jahre in den Tiefen der Kammer des Schreckens überleben konnte, wirft große Rätsel auf. Essen die Basilisken überhaupt? Wie konnte der Basilisk so lange überleben? Newt Scamander, ein anerkannter Experte auf diesem Gebiet, erklärt, dass die Lebensspanne eines Basilisken beträchtlich sein kann, solange er eine ausreichende Nahrungsquelle hat. Der Basilisk von Herpo dem Üblen zum Beispiel lebt über 900 Jahre lang. Scamander fügte hinzu, dass Basilisken alle Säugetiere, Vögel und die meisten Reptilien fressen. Das Thema der Ernährung von Basilisken wird in Kapitel 16 der Kammer des Schreckens angedeutet, als Ron auf einen Rattenschädel tritt. Aber der Tunnel war still wie ein Grab, und das erste unerwartete Geräusch, das sie hörten, war ein lautes Knirschen, als Ron auf etwas trat, das sich als Rattenschädel herausstellte. Harry senkte seinen Zauberstab, um den Boden zu betrachten, und sah, dass er mit kleinen Tierknochen übersät war. Diese Passage deutete darauf hin, dass der Basilisk viele kleine Tiere frisst. Allerdings bezweifle ich, dass eine Diät aus Ratten allein ausreichen würde, um eine so enorme Kreatur zu ernähren.
Mal zum Vergleich. Ich wiege etwa 100 Kilo und muss etwa täglich 4000 Kalorien zu mir nehmen, um mein Gewicht zu halten. Ich kann mir also nicht einmal annähernd vorstellen, wie viele Kalorien eine solche riesige Herkulesschlange benötigen würde. Zusätzlich müsste der unstillbare Hunger und der Kalorienbedarf des Basilisken täglich gedeckt werden, um sein Überleben zu gewährleisten. Über 1000 Jahre hinweg würden daher mehr als nur ein paar kleine Tierknochen erforderlich sein. Was die kanonische Antwort betrifft, denke ich, dass die Tierknochen das beste Indiz sind, das wir haben können. Dennoch habe ich auch einige andere Theorien dazu gefunden. Fangen wir mal an mit der Theorie Nummer 1. Da der Basilisk im Grunde eine riesige Schlange ist, wie in der Kammer des Schreckens beschrieben wird, können wir eigentlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass er die typischen Verdauungseigenschaften einer normalen Schlange besitzt. Wie Studien über Schlangen zeigen, können sie ihren Stoffwechsel um bis zu 70% senken, was es ihnen ermöglicht, längere Zeit ohne Nahrung zu überleben. Dies könnte erklären, wie der Basilisk mit wenig Nahrung auskommt. Außerdem können wachsende Schlangen auch bei Nahrungsmangel weiter wachsen, da dies ihnen einen starken Überlebensvorteil verschafft. Da der Basilisk eine solche überdimensionierte Schlange ist, könnte dieses metabolische Phänomen einfach noch verstärkt sein. Kommen wir jetzt zu der zweiten Theorie, und zwar, dass der Basilisk die Kammer einfach verlässt. Der einzige bekannte Weg, um die Kammer zu verlassen oder sie zu betreten, ist das Sprechen der Parselsprache. Doch da der Basilisk selbst diese Sprache spricht, hätte er viele Möglichkeiten gehabt, die Kammer über die Jahrhunderte hinweg zu verlassen. Es wird auch spekuliert, zumindest von Ron, dass die Kammer des Schreckens möglicherweise unter dem See liegt, ein genaues Zitat. Wenn dem so ist, wäre es durchaus möglich, dass der Basilisk die Kammer verlassen hat, um draußen Nahrung zu suchen und dann wieder zurückgekehrt ist. Das Meiden von Land könnte auch erklären, warum der Basilisk so lange unentdeckt blieb, da Schlangen sehr gut schwimmen können. Diese Theorie würde auch den Fundort der Tierknochen zwischen dem Toilettenrohr und den gesperrten Türen erklären, für die ein Passwort erforderlich ist. Oder es ist Theorie Nummer 3. Der Basilisk ist magisch. Daher ist der Versuch, ihn mit wissenschaftlichen Methoden zu verstehen, möglicherweise einfach sinnlos. Er überlebt vielleicht einfach auf magische Weise, weil er entsprechend verzaubert wurde. Welche Theorie davon bevorzugst du? Hast du dich jemals gefragt, wie der Basilisk eigentlich so lange in der Kammer des Schreckens überleben konnte? Schreib es mir mal gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.